So, hallo und willkommen zurück. Ja, wir haben in den letzten Folgen ja, beziehungsweise im Stream, und zwischen den Folgen habe ich jetzt das Modul fertig gemacht, was wir hochschicken werden. Ich bin am Überlegen, ob wir dieses Mal auch mitfliegen. Was haben wir denn jetzt eingebaut? Wir haben eingebaut die Fernbedienung, ist klar. Dann haben wir zwei Gyroskope, weil wir müssen ja die Hauptstation steuern. Wobei ich gesehen habe, dass man die Steuerung dann nicht übernehmen kann, weil die anderen Triebwerke dann nicht mitschalten. Deshalb müssen wir dieses Mal wahrscheinlich selbst mit hoch. Wir brauchen auch ein paar Ressourcen oben aus dem Raum. Ich denke da gerade so an Silber, glaube ich. So, aber dafür müssen wir jetzt hier erst noch die Hydrogentanks einbauen. Dafür habe ich hier schon alles soweit vorbereitet. Dann frickeln wir das mal weg. Jetzt wird es laut. So. Das war knapp. Na. Na toll. Okay, dann machen wir das komplett über das Jetpack. Einfacher. Denn hier kommt der Hydrogentank rein, also da angekopselt. Dazu brauchen wir wieder Verbinderblöcke. Verbinder. Kurzweilig zumindest. So, was brauchen wir denn? Computer. Stahlrohr groß, Stahlrohr klein. Computer, Stahlrohre groß, Stahlrohre klein. Ups. Ja, bauen wir einfach mal zwei hier auf. Und dann haben wir die richtigen Ressourcen. Motoren und Herstellungskomponenten. Motoren. Und Herstellungskomponente, ne? Das war ein bisschen weniger. Die Herstellungskomponenten fehlen jetzt noch. Ja, 19 ist ein bisschen wenig, ne? Genau, kleine Stahlrohre jetzt noch. Ja, kleine Stahlrohre. Okay, kleine Stahlrohre. Switchen wir die auch noch da rein. So. Okay, dann haben wir zwei Verbinderblöcke. GR. So, 400 sollte ich mal dabei haben. Haben wir jetzt den richtigen Stuff? So. Wäre die 7, ne? Natürlich die Frage, wo ich das Ding andocke. Ja, doch da unten am besten. Okay. Na, komme ich von hier aus? Ja, komme ich. Kurz überlegen, wenn ich das so ranschubse. Kommt da ran, der Verbinderblock würde hier runter reichen. Okay, das sehen wir dann. So, den Muli habe ich dafür auch umgebaut. Ich drücke mal wieder H. Also das Unknow-Signal bleibt dann offen. Den Muli habe ich dafür auch umgebaut. Er ist jetzt deutlich heftiger unterwegs. Mit einiges mehr an Triebwerken. So, dann so, die neuen Triebwerke sind alle an? Nein. Ich habe die Gruppen noch gar nicht neu zugeordnet. Jetzt sind sie alle an. Okay. Dann gehen wir mal los. Docken wir den Hydrotank an. Und nach dem Hydrotank holen wir das ganze Bauwerk und stellen es hinten auf unsere Launch-Plattform. So. So, ups.
Guck mal, die haben auch von oben Füllstandsanzeigen. Interessant. F, so. Interessant. So, ja, da müssen wir eben den Fuß hier demontieren. So, dann holen wir uns hier ein neues Fahrwerk. Soweit habe ich das nämlich noch gar nicht umgebaut. Und die 4, deswegen hatte ich mir Stahlplatten eingesteckt. Kranausleger drunter. So, dann das Fahrwerk dran. Das kann jetzt Auto ausnahmsweise auch mal auf Autoverriegelung stehen. Kommt uns ja nur zugute. So. Müsste ja passen. Zack. Können wir das über die Kamera? Ne, leider nicht. Gut, heißt, wir müssen rausschwenken. Vielleicht noch ein bisschen mehr raus. So. Räumen wir den hintersten Hydrotank ab. Brauchen diesmal nur einen. Am Anfang war ich mir ja nicht sicher, ob die Berechnungen stimmen, aber das wissen wir ja nun. Okay, sind verriegelt. Gehen wir mal eben runter. Grinden die Sachen eben frei. Crouchen. So, bin ich mal gespannt, ob die auch mit der Seite in eine Verbindung eingegangen sind. Scheint aber so, ne? Gucken, ob ich sie so rausziehen kann. Aber ich denke eher, die sind auch gleichzeitig seitwärts verbunden. Ja, trotz einer Gigamillion Schubkraft reicht es nicht. Das heißt, ich muss die hier auch freischleifen. Ja. Bloß nicht den Tank berühren. Wäre die ganze Füllarbeit umsonst gewesen. Wo sind wir? Hier. Mal da ist, der hat noch Bodenkontakt. Crouchen. Aber freischweben. Ansonsten haben die halt auch Seitenkontakt. Ja. Muss so sein. Autsch. Autschen. Hoch, 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 hoch. Rüber, da rein, X. Und dann schleifen wir hier. So, jetzt ist aber frei. Ja, ist auch schon leicht schief. Okay. Der schwierigere Teil. Ist das schief? Warum kriege ich ihn denn nicht raus? Nach unten auch nicht. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich meine, das mache ich ja nicht das erste Mal. Ich denke, der hat sich direkt verkantet. Vielleicht sollte ich ihn trotzdem vorher wieder anhängen. Sonst bereue ich es hinterher. Versuchen wir schön mittig zu kriegen. Ah, frei. Sehr gut. Was ein genialer Hub. So, einbauen muss ich ihn gleich schräg. Ich weiß nicht, ob ich dafür genug Schub habe. Ja, könnte hinhauen. Was ein Mega-Hub, ey. Wird aber noch schlimmer.
Oh. Ja, sind ein bisschen viele Triebwerke, aber so habe ich genug Schubkraft. Ich weiß nur nicht, ob die auch wirklich ihren gesamten Schub entfalten können. So. Bin ich ja mal gespannt. Okay. Der schwierige Teil mit der Drehung kommt ja noch. So, jetzt werden wir den Hub wohl umkehren müssen. Ich mache mal das Overlay aus. Ich glaube, damit haben wir jetzt erstmal nicht wirklich Probleme. Schön vorsichtig. Die Dinger gehen garantiert hoch wie Schmidts Katze. Der explodiert, dann scheppert es hundertprozentig. Okay. Ja. So. Da reinzoomen. Vielleicht noch ein bisschen raus. Ich hätte ihn jetzt etwas anders aufnehmen müssen. Funktioniert nicht ganz. Ey, das sieht echt schlecht aus. Okay, ich hab'n, aber ich komme nicht mehr rum. Oh mein Gott. Den kann ich, aber... Krieg den so nicht rum. Nee. Abdocken, aber ganz schnell. Abdocken, habe ich gesagt. Kabum. Nein. War noch recht soft. Uff. Okay, ich krieg den nicht mehr rum. Warum nicht? Ach klar, weil ich im Parkmodus aktiv habe, oder? Jetzt braucht der Kran selber Hilfe. Ich kriege einen Anfall. Shit, ey. Dann hätte ich lieber umbauen sollen. Gut. Dann hilft wohl nur noch... Superschub. Aus dem Parkmodus raus. So, ups. Ja, ja, ja. Wieder was zu lachen. Wir sind zu weit daneben. Hat der jetzt an mir gedockt? Nee, ne? Jetzt aber. Kleine hier hat genug Power. Er hält den... Nicht wirklich in der Höhe. Wow. Ja, verrückt. Wiegt das kleine Ding doch gar nicht.
Gut, ich ziehe den mal so hoch, wie es geht. Und steige dann einfach mal schnell um. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Wenn ich schnell genug drankomme. P. Gegenschub, 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 Gegenschub. Wow. Wenn das mal nicht eng war. Meine Herren. Okay. Oh, der steht wieder. Gut, dass das kleine Ding hier auch nicht ohne ist. Ich muss das blöde Fass halt drehen. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Kamera. Genau, die habe ich etwas besser positioniert, glaube ich. Bam. Sauber. So, jetzt muss ich überlegen, wie ich das Ding da rumgerissen kriege. Ich glaube, ich werde es einfach mal mit einem Sturz versuchen. Außerdem hat hier ein Triebwerk ganz schön gelitten. Großes Stallrohr, Motor und Gerüst. Großes Stallrohr, Motor und Gerüst. Da. Komm. Auch noch ein paar Motoren. Ups. GR. Stahlgröße können weg. Dann nehme ich noch mal ein paar Motoren. Autschen. So. Keine Ahnung, wo die Tülle ist. So. Versuche ich es einfach mit umschubsen. Kacke dreist. Okay. Soll ich versuchen, schräg zu nehmen? Na komm. Das Drehen muss ich mir echt noch was überlegen. Wirklich nicht ohne. Komm, komm, komm. Wie viel Kontakt brauchst du denn, um dran zu gehen? Nee, der kriegt das nicht hoch. Nee, 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 nee.
bräuchte ich mehr hintere Schubdrüsen. Das auch nur im Ansatz hinzukriegen. Oh. No Explosion? Hab ich eine Sonne? Okay. Das ist zu heavy, ganz ehrlich. Das muss ich eine bessere Möglichkeit finden. Eine viel bessere. What the heck? Das ist auf jeden Fall zu aufwendig. Das muss einfacher gehen. Muss ich noch was überlegen? Kommt der nicht so coole Teil? Ich muss das Ding mit noch mehr Kameras ausstatten, damit man noch mehr sehen kann. Mehr Überblick. Vermindert die Unfallgefahr. Bumm. Okay, Ausstieg. So, was brauche ich jetzt? Die 7. Jetzt noch zurecht drehen. Moment, lass mal gucken, wo haben wir denn den meisten Platz? Gobs wie gesprungen, ne? 4. Kommen später wieder weg. Genau. Ja, wenn dann da ein Block ist, sollte das doch passen, oder? So, abspeisen. Sieben. Na, das war schon richtig. Ja. Herstellungskomponenten fehlen jetzt. Wo ist denn dieser nervige Köter? So, gehen wir noch schnell ein paar Herstellungskomponenten holen. Am besten noch, bevor der Treibstoff leer ist. Keine Ahnung, wie lange das Ding nämlich hält. Sehr gut. So, und jetzt müsste sich das eigentlich alles selbst einrenken. Weil ich nur dicht genug da dran bin. Und es gibt eine Explosion. Uff. Wir werden sehen. Bisschen zurück. Vorwärts. Die sind schon gelb. Bisschen gerader. Muss ich reinzoomen. Keine Ahnung, wo wir gerade stehen. Ah ja. Na? Was ist jetzt das Problem?
Muss ein bisschen gieren, ne? Ich steig mal aus. Jetzt so ein Einweiser dabei wäre schon geil, ne? Ja, ich muss ein bisschen ankippen rechts. Das ist mein Problem. So. Was jetzt? Okay, ich muss ein bisschen nach rechts rollen. Mehr eigentlich nicht. Dann sollte es eigentlich passen. Will nicht passen, ne? Ich hatte das Gefühl, die Dinger hatten viel mehr Saugkraft. Das könnte ich jetzt genau gebrauchen, ne? Ah, endlich. B. So. Gehen wir mal den Grinder. Direkt mal zum Landen ansetzen. Sollte jetzt alles passen. Mamma mia. Was? Spannend. Also ich finde sowas extrem spannend. Zwar keine Landing Gears mehr, aber egal. Steht jetzt erstmal. So, die Einheit ist verbunden. Heißt für mich, kann die wieder entfernen. Aber erstmal Taschen wieder leer machen, ne? GR. So. Unbekanntes Signal, sehr gut. Das ist jetzt alles fest verbunden. Eine Einheit ist auch noch voll, oder? Jawohl, ist gefüllt mit 2,5 Millionen. Puh, gut, dann werde ich noch ein paar Triebwerke und so demnächst dran basteln. Und diesmal muss noch irgendwo eine Fluchtkapsel verstecken, weil wir müssen mit hoch. Das ist so das Problem. Mit hoch und auch wieder runter. Das heißt, wir brauchen da eine Fluchtkapsel. Ist aber dreist. Da war der Schirm. Da ist das Knöpfchen. Ah, endlich ein neuer Helm. Ich habe noch nicht ein Helmskin. Da. Zack. Oh. Oh. Nicht mal zwei. Ich musste mir sogar, weil ich zu oft verloren habe, musste ich mir ein Schweißgerät selbst bauen. Ja, der Grinder ist aber jetzt verloren gegangen, ne? Ich aufgepasst, wo ich rumsäge. Oder? Lass mal gucken. Ja, egal. Schweißgerät ist schon mal cool. Aber der Helm ist das Coolste. Ich habe endlich einen Helm.
Zack, direkt anlegen, das Teil. Yep. Ja, natürlich habe ich auch noch was verändert. Achtung, da oben ist ein Sensor. Die schließen sich jetzt wenigstens selbstständig. So, ey, dann ziehe ich ja auch den Rainbow Suit an. Und den Helm. Dazu nehme ich, ja gut, die Handschuhe. Boots habe ich noch nicht. Genau, den Rainbow davon. Das habe ich. Und ja, na gut, okay. Dann sind wir jetzt hier. Wenn der nicht mal... Der sieht ja aus. Oh Mann, naja. Ja, geht jetzt alles automatisch zu. So, jetzt bin ich am Überlegen, ob wir den letzten Hub auch noch machen und das Ding rüber transportieren. Ne, ich glaube, das machen wir später mal. Ich muss noch ein bisschen was umbauen, ich muss noch ein paar Triebwerke andoktoren. Das Ding muss ja fertig sein. Können ja mal gucken. Da ist er. Genau, Stahl. Nochmal. Ne, wenn brauche ich den großen? So. Zum Hochschießen brauche ich die großen. Genau. Oh, okay. So, bin ich mir einverstanden. Können wir hier wieder Hilfsgerüst machen? Behilfsgerüst? Ich darf nicht vergessen, das Ding noch zu verändern. Oh, ich glaube, das haut nicht hin. Ich muss das ja noch in ein Umwandeln da. Ihr wisst schon, was ich meine. Da kann man ja umwandeln. So, Metallgerüst und großes Stahlrohr plus Herstellungskomponenten. Metallgerüst, großes Herstellungskomponenten und große Stahlrohre. Und nochmal 150 von den Gerüsten. Die sind echt. So. Jetzt fehlen mir die Herstellungskomponenten. Ei, caramba. Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Da. Da. Genau. Dann brauchen wir noch Steuertriebwerke, die setze ich da dran. Kann ich theoretisch sogar hier an einem Haupttriebwerk anschließen, ne? Boah, was ein Versorgungsmodul. Gut, ich denke, ich baue das Ding weiter und in der nächsten Folge machen wir dann versprochen den kompletten Hub, bringe das rüber zum Launchpad und werden dann auch starten. Ich habe bis dahin dann alles vorbereitet. Also, bis dann. Ciao, ciao. Was ist das groß?